Hey, ja, neue Folge. Wir haben ein Glory Hole gefunden. Probier mal das Wappen. Oh, die Wand hat sich verschoben. Dahinter ist ein Kranker. Vampirquallen. Yeah, das sind die Vampirquallen. Die ist leer. Absolut leer. Leerer als leer? Dahinter ist. Ja, da liegt echt was. Ein Filler. Sind die so pleite? Leer. Das kann nicht sein. Verdammt. Wo ist das ganze Steuergeld? Moment, dein Ende klickt mal was. Oh, Scheiße. Das Buch, es trägt den Titel Steuern des Jahres. Was steht drin? April, Filler und so weiter. Das ist ja riesige Steuernamen, steht da nicht, wo sie nun sind. Moment, ich schau, was interessant ist. Zahlung an Mr. X. Im Mai, irgendjemand hat die ganzen Steuergelder bekommen. Doch nicht etwa Abraxas, hat doch Geld für Vampire gejagt. Das würde auch erklären, warum das Schlosswappen. Hat der König Abraxas beauftragt, die restlichen Vampire zu töten? Wäre doch denkbar. Das glaube ich nicht. Aber das würde bedeuten, dass der König von der Existenz der Vampire wusste. Wieso hat der König nicht aber seine Ritter losgeschickt, sondern nur Abraxas? Vielleicht, ich wusste ja von der Existenz der Vampire, wollte aber das Volk nicht beunruhigen. Schließlich gibt es kein Wissen mehr. Die Leute will doch nur noch in Angst leben. Oder vielleicht auch Abraxas alleine fähig, Vampire zu suchen oder zu töten. Ich war der Einzige, der stark genug für die Aufgabe war. Aber da gibt es noch einen kleinen Logikfehler. Wir haben doch Abraxas damals in der Höhle belauscht, wie er der Auftraggeber sprach. Und er hatte offensichtlich Angst, dass er selber einmal getötet wird von seinem Auftraggeber. Aber wenn nun Abraxas stark genug war, um die anderen Vampire zu töten, dann hätte er sicher keine Angst davor, selbst einmal getötet zu werden, schon gar nicht von dem König. Das kann aber nicht Mr. Abraxas sein. Heute hat der König jemand anderen bezahlt. Hier steht noch etwas. Ich hasse es, immer Rasrad zu gehen und das Geld auf dieses Grab zwischen die Blumen zu legen. Ich komme mir doch immer so schäbig vor. Aber ich sehe keine Lösung für das Problem. Meine Berater fangen schon an, mir merkwürdigste Fragen zu stellen. Wieso ich immer alleine in dieses Grab gehen will? Ich sage immer dort, dass eine meiner Geliebten vergraben ist. Das ist natürlich gelogen. Niemand darf das Geheimnis erfahren. Niemand darf von der Existenz dieses Monsters, dieser Vampire erfahren. Die Leute würden Angst bekommen und befehlen, dass ich mein Heer losschicke, um die Vampire zu vernichten. Und die Leute sehen nicht, dass der Untergang meiner Armee wäre. Sie sind einfach nicht stark genug, um es mit Vampiren aufzunehmen. Und zum Glück glauben sie immer noch, dass die Vampire von Vincent verhindert komplett ausgerottet wurden. Okay, es gibt also noch einen dritten. Ja. Der Name wird nicht gesagt, die Vampire endgültig vernichtet, es wäre gefährlich für ihn. Vincent Vaynard passt schon, ne? Ja. Vielleicht war Vincent ja selbst ein Vampir. Vielleicht war er der erste Vampir. Ja, und der dann einfach nur... Er zieht sozusagen nur Profit aus, indem er so ein riesiges Konstrukt gesponnen hat, was er dann selber aufreiben kann, weil er ja der Urvampir ist. Ja, das wird sogar Sinn machen. Das wäre eine coole Story. Das wäre cool. Ja. Das würde ich fancy finden. So. Deswegen konnte er auch so viele Zauber und war auch so stark und hat so lang gelebt. Ja, das wär auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ritter haben sich beschwert, Billigwaffen, Inflation. Unglaublich, oh mein Gott, ja. Wirklich, ist Abraxas wirklich nur ein Handlanger. Ja, aber ich muss wissen, ja, Geld und Auftraggeber. Wir müssen immer noch den Auftraggeber finden, es hat sich nichts verändert. Na, wie hieß die Stadt da, Asban oder so? Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Da ist noch eine Kiste. 3 Speichersteine. Das ist das ganze Reichtum des... Das ist kein Fluchtweg hier, oder? Nee, ne? Nö. Wieder zurück. Ich kann nicht zurück. Bist du sicher? Es knistert so schön hier. Es knistert... Was sagst du dazu? Das ist echt hübsches Design. Love is in the air. I can feel it everywhere around. Wollen wir ihn umwandeln? Ja. Ah.
Mal Glück gehabt. Schlampe. Wir gehen einfach so, ist nichts gewesen. Ist nichts gewesen, da war nichts los. Na denn, ab nach Asran. Wo auch immer das ist. Keine Ahnung, frag den Fledermausmann. Fledermausmann. Asran. Steht nicht drauf, oder? Doch. Wo? Ist die Stadt unter uns. Oh, dann würde ich da hingehen, ne? Dim. Asran! So, wir müssen mal, die dürfen keine Stimmen stillen, blablabla. So, was müssen wir jetzt hier machen? Zum Grab gehen, zum Friedhof. War der nicht links? Ganz oben war der. Was? Diesmal ist das Grab, das ist ja keins weiter. War da nicht mal... irgendwer was Auffälliges? Ein Hebel! Nicht wirklich. Vielleicht ist ja auch nichts. Das Geld wurde einfach nur abgelegt, von jemandem abgeholt. Denkst du wirklich? Hey, warte mal. Unter dem Blumenkranz ist etwas. Wer hätte es gedacht? Ein eckiges Loch. Sieht aus, als wenn man da irgendwas Pyramidenförmiges reinpasst. Der Schlüssel ist aus Abraxas Turm. Probier es. Passt perfekt. MacGyver. Er macht aus einem... Ich dachte, er macht jetzt aus einem Grab eine Rakete oder so. Knöpfe, irgendwas sagt mir, dass wir dort unten die Antwort finden. Vampire auf den Mond. Dann lass uns hinuntergehen. Wir hätten uns vielleicht doch heilen sollen oder speichern oder irgendwas. Egal. Wir sind so OP. Das ist doch nur der mächtigste Vampir, den wir bis jetzt treffen werden. Das ist nur das mächtigste Wesen, was es hier gegeben hat, ne? Ja. Das ist Alucard, Alter. Jetzt sitzt da so Alucard. Das fänd ich auch gut. Wehrt euch! Feuergeister. Stell dir mal vor, es wäre Alucard. Oder Dracula halt. Alucard ist ja Dracula. Ja. Warum haben die ihn eigentlich Alucard genannt? Ja, als Anagramm, ne? Ja, aber... Okay. Alucard hört sich auch ganz cool an. Alucard ist einfach nur Dracula rückwärts. Anagramm ja. Halt. Ja, ist klar. Boah, Alter. Können die nicht woanders updancen, Jungs? So. I'm dancing, come on! Merkwürdig, wie kommt mir das hier alles so bekannt vor? Wie bitte? Das kann nicht sein, du musst dich täuschen. Vielleicht, sehr merkwürdig. Beholder. Da hat er den Namen nicht mal übersetzt, ey. Das ist eine Treppe. Ein Bierhalter. Mit Auge und allem. Da ist ein Pentagramm, da müssen wir hin. Ja, da gibt's Nee, das ist ein Pentagramm, da kann man sich Höschen abholen. Alter. Ja, du wirst jetzt einfach sterben. Stirb. Du Ungläubiger. Das war mal viel mehr. Yep. Die Gegner sind heftiger. Wir sollten unsere Seelen vielleicht mal nutzen. Na, ein bisschen. Wie kommt man da rein? Keine Ahnung. So, die Zone. Boah, ehrlich. Ja. Meine Online-Skills. Meine Internet-Recherche-Skills. Ja. Das ist wirklich langweilig. Im zweiten Raum geht ihr nach Nordwesten und benutzt den Geheimgang zum Pentagramm. Lässt ihr wissen? Ja, nur wissen. Nehmt immer die linken Teleporter und danach immer die linke Treppe und dann habt ihr und bekommt einen merkwürdigen Raum mit einer verschlissenen Tür. Immer die linken. Das ist eine politische Einstellung. Und dann? Die linke Tür. Treppe meinst du? Keine Ahnung. Immer links. Einfach weg hier, ey. Und links. Links, ja. Sieht richtig aus. Dann gehen wir links, ja. Teufelskrallen. Oh, haben wir schon. Apropos, warte mal. Wir hatten noch die Vampirkrallen. Wollte ich nämlich gerade sagen. Boah, 20 besser. Oh. Und Blutung, Alter. Blutung ist geil. Das ist gut gegen Vampire. Deswegen heißen die Dinger wohl auch so, ha? Hm? Was zur Hölle? Was muss ich hier tun? Keine Ahnung. Natürlich verschlossen. Stell dich doch mal links oder rechts da.
Erik, kommentiere für mich. Ja, ich kann dir sagen, wie das geht, wenn du möchtest. Also, das ist mit dem Geld drin, ne? Ich schaff das. Hart. Also, ja, dieses Spiel, das ist irgendwann gemacht worden. Aber? Nicht gut. Vampiring! Aber wir haben doch schon die seltenen. Vampir-Säbel. Hardcore. Und Blutung. Hm. Nett. Als würden die uns auf einen Kampf gegen den Vampir vorbereiten. Ja, das ist ja klar. Wir kämpfen so oder so gegen den ersten Vampir. Die Frage ist nur, wer das ist. Ja, wie gesagt, ich bin immer noch für Vincent. Vincent hieß der Vincent. Was ist denn das für seltsame Bögen alles? Das ist schon früh genug rauszufinden, fürchte ich. Was sagt das schlaue Buch? Das schlaue Buch sagt, geh einfach den Weg entlang, um das Rätsel zu lösen. Ihr habt diesen Dungeon schon fast geschafft. In der nächsten Ebene findet ihr seltsame blinkende Dinge. Ah! Diese Teleporter-Falle ist auch zu überlisten. Hilfe, Hilfe, wo muss ich lang, Erik? Panik! Die Dinger jagen ein. Wo lang? Da runter und rechts. Ah, Erik, das ist Pac-Man. Runter. Wo lang? Runter, einfach runter. Hier wurde als Tipp wohl gesagt, man soll die Geschwindigkeit auf normal stellen und dann die Revolves-Form aktivieren. Wo muss ich denn lang? Ja, einfach. Schlecht geskriptete Spiele ohne Scheiß. Ist das lächerlich? Ja, wir sind da, ne? Ich hab irgendwie eine Erinnerung, ist dort. Wie meinst du das? Ich hätte jetzt gern noch irgendwie die Geschwindigkeit wieder auf normal gestellt. Irgendwie merkwürdig, ich soll aber viel mit Fühlen bringen. Ich muss zum Beispiel wissen, ganz schön unschuldig. Nein, die hat sie noch nicht gesoffen. An was kannst du dich erinnern? Ich habe ein schweres Gefühl, schon hier gewesen zu sein. Ich hätte mich immer was geholt zu haben. Wem hast du was geholt? Jemandem etwas. Ich weiß nicht. Na schön, lass uns weitergehen. Es ist hier sehr mysteriös. Bitte sofort das Spiel wieder auf normal stellen. Wir sollten vielleicht speichern. Ja. Speichern ist in diesem Spiel sowieso total kacke gemacht. Man wird aber zugeschmissen von den Dingern so und nach unten. Oh nein, ich hab's nicht zu. Oh Gott! Oh Gott! Ich würde eine Heilaura raushauen, oder? Erstmal muss ich die Blutung stoppen oder blute ich nicht mehr? Nö, alle normal. So, dann heilen wir uns nochmal. So. Hier ist irgendwo ein Boss. Genau. Jetzt kommt's, der Yellow Devil. Fick dich. Oh. Man merkt, dass Alex hier keinerlei Ideen mehr hatte. Der hat einfach nur so Räume gestaltet, so, weiß ich nicht. Ja, das sieht doch gut aus. Deswegen sollte man das Finale immer am Ende bauen. Guck mal, wer da ist. Im Finale immer am Anfang. Vincent Weinert, Alter, bin ich gut. Nun, wer hat den gesprochen? Kleriker, epische Stimme. Da, da, da. Nun ist es soweit, Mr. Freeman. Ich habe euch im Hörer verwunden. Was soll denn das, Vincent Weinert? Doch nicht etwa der Vincent Weinert. Doch, junge Dame, genau der. Aber wie kann das sein? Du bist doch schon vor langer Zeit gestorben. Ich esse hier alles so vertraut. Jetzt ist keine Zeit, um Scherze zu machen.
Es ist kein Scherz. Allein war. Wer hatte gedacht, dass wir uns einmal begegnen? Lass mich raten, jetzt sind die auch ein paar. Wir kennen uns. Unglaublich, er lebt und ihr kennt euch. Das ist zu viel. Es ist ziemlich verdammt viele Jahre vergangen. Erinnere dich, Alain. Erinnere dich an damals. Mein Zauber war also stark genug, um deine Gedanken sogar für mehrere Jahrhundert Jahre zu blockieren. Dein Zauber hat zu dem gemacht, was ich vor 5 Jahren im Irrenhaus angetroffen habe? Wenn sie nicht klar denken konnte und stumm war, dann ja. Du hast meine geliebte Alain zu diesem Daseinsform verdammt. Du Schwein! Zauber, ja. Nun, vielleicht helfe ich dir ein wenig auf die Sprünge. Und nicht einmal als Vampir, kannst du dich erinnern? Nein. Woher weißt du, dass sie ein Vampir ist? Ich habe genug Vampire getötet, um zu wissen, dass ihr 3 welche seid. Wer von euch hat sie zu einem Vampir gemacht? Break, kurzer Break. Die kennen sich mehrere hundert Jahre. Ja. Und Alain war bis vor 5 Jahren kein Vampir. Richtig. Gott, was ist sie? Keine Jesus? Ahnung. Sie ist Christus. Wenn ihr den nicht versteht, seid ihr scheiße. Habt das RP nicht geguckt. Ich nehme an, du weißt, wer ich bin. Natürlich. Das Gedächtnis eines Vampirs ist unübertroffen. Er ist der erste Vampir. Meines erst recht. Diese Anspielung, er ist der erste Vampir, da hatte ich recht. Was, das hab ich doch gesagt. Das hab ich gesagt. Ich hab gesagt, dass er der Böse ist, der dahinter steckt. Und ich hab gesagt, dass er bestimmt der erste Vampir ist. Ja. Du bist ein Vampir, ich kann es aber nicht riechen. Wieso solltest du auch? Ich bin perfekt, der höchste aller Vampire. Ich bin der erste Vampir. Und wir haben es gewusst. Der erste Vampir? Oh mein Gott, ich bin dein größter Fan. Das erklärt, warum du noch lebst. Und warum niemand jemals bemerkt hat, dass ich ein Vampir bin. Der Plan war perfekt. Keiner dieser 2-klassigen Vampire kann mich riechen. Und ich werde für immer auf dieser Erde wandeln, das mächtigste Wesen aller Zeiten. Das Ding ist, wir können gar nicht gegen ihn kämpfen. Laut Logik. Weil ja, eigentlich er ist schon. Der Schöpfer. Ja. Und dadurch, dass er der Schöpfer ist, können wir gar nicht gegen ihn kämpfen. Punkt. Ja, aber Na, wie hast du mich verzaubert? Aber es ist ja nicht gesagt, ob man dem Meister seines Meisters gehorchen muss. Ach komm. Erinnere dich, du hast mir damals die Fledermausflügel geholt. Das hey, noch nicht hier betrunken. Sind die Fledermausflügel. Danke, Elaine. Ich verrate dir jetzt mein Geheimnis. Ich bin der erste Vampir. Herr? Ich werde die Herrschaft über die Erde an mich reißen. Ich werde alles beherrschen. Die Frage ist, wie ist er zum ersten Vampir geworden? Irgendein Zaubertrank. Wovon sprichst du? Ich werde ein neues Zeitalter beginnen. Mein Zeitalter. Die Fledermausflügel sind die letzte Zutat für meinen Zauber. Euren Zauber? Die Erde wird schon bald erzittern unter meiner Macht. Ich werde die Kirche beherrschen. Die Kirche. Und mit ihr alle diese dummen, gläubigen Menschen. Hey, ihr macht mir Angst. Und ich werde nicht nur eine Generation lang herrschen. Nein, ich werde tausende Generationen lang herrschen. Hey, hört auf. Oh, du wunderschöne Allein.
du als mein langjährige Assistentin bekommst die Ehre, auf ewig mit mir zu herrschen, als meine Braut. Ich dachte, er sagt jetzt als Praktikant. Als Praktikantin. Unbezahlt, auf ewig. Hey, ihr wollt mich zur Braut machen? Auf ewig? Ich verstehe nicht. Als oberster Herrscher über die Kirche werde ich die Heirat innerhalb Angehöriger erlauben. Du wirst meine Braut sein. Wie wollt ihr auf ewig herrschen? Was, meine hübsche Allein, ist das Ergebnis eines mächtigen Zaubers. Ja, was? Lesen ist schwer. Ja, ich werde mich verwandeln. Und euch auch. Wir werden unsterblich. Moment. Wenn er jetzt entweder, wir müssen jetzt genau hingucken, entweder er verwandelt sich und beißt dann Elaine. Und Elaine ist der zweite Vampir. Oder er verwandelt sich mit dem Trank und gibt den Trank Elaine, was Elaine auf gleiche Stufe stellen würde. Elaine, der erste, zweite Vampir. Der Daywalker. Der Daywalker. Ihr macht mir wirklich Angst. Ich werde eine neue Art von Feind erschaffen. Die Vampir. Passt die perfekt Juden. Rein. Ja. So hat Hitler auch, ist auch Hitler auch vorgegangen. Vampire? Ja, Juden. Unsterbliche, menschlich mächtige, blutsäugende Kreaturen der Nacht. Wir werden die Ersten und damit die mächtigsten aller Vampire sein. Dadurch werden wir ewig ein Paar bleiben und können für alle Generationen herrschen. Die Menschen werden sich fürchten und die Angst werde ich nutzen, um der höchste Priester der Kirche zu werden. Ich werde alle Juden jagen und vernichten. Man wird mir den Rang des Hohepriesters mit Freuden geben. Des Führers sollte ich eigentlich sagen, aber egal. Und wenn alle Juden vernichtet sind, wird erst recht kein Wesen dieser Welt in der Lage sein, mir gefährlich zu werden. Wir werden auf ewig herrschen. Ihr wollt diese Vampire erschaffen und uns in welche verwandeln? Oh yeah, das ist der Plan, Baby. Sie sind wirklich nur noch abartig. Wie bitte? Was sagst du gerade? Ich bin abartig. Ja, ihr seid abartig. Ich bin auch noch verrückt, wahnsinnig abstoßen. Du, was willst du mit dem Plan zu gehen? Ich werde dich kaputt machen, Alter. Du hübscher Lady, wie konntest du mich hier so täuschen? Du bist nur eine kleine Schlampe. Ich werde dir zeigen, was die beiden wahnsinnig abstoßen. Was? Wer von uns wirklich abstoßend ist? Ach so. Ja. Du wirst niemals mehr glücklich werden. Unsterblich wirst du sein. Damit du für immer deinen Fehler büßen musst. In Arthos Ujaos Dos. Bitte, Herr, hört auf. Jefrak in Doria. Requiescat in pace. Expecto patronum. Da habe ich nur noch geschnien. Das ist das Letzte, woran ich mich erinnern kann. Siehst du, meine Anwesenheit scheint dir wirklich zu helfen. Und seitdem war Elaine also stumm und unfähig, klar zu denken. Glücklicherweise hat die Vampirverwandlung nicht ihr Erinnerungsvermögen wiedergeholt. Das war also dein Plan. Erst Vampire erschaffen und sie dann vernichten. Ja, zuerst habe ich mit dem mächtigen, mir bekannten Zauber einen Vampir verwandelt. Nachdem ich dann allein heimlich an die Stadtgrenze von Limmen abgesetzt habe, erschuf ich Dutzende andere Vampire. Nein, Dutzende. Und Das ist kein Dutzend. Ich Dutzende und ließ sie ihrem Dutzdunst-Durst nachgehen. Sie dutzten jeden und alles. Selbst den Richter nannten sie du. Sie erledigten ihre Aufgabe vorzüglich, sodass ich schon nach kurzer Zeit als ihr Retter der Dutzenden darstellen konnte, der Dutz stehen könnte.
und ein Juden. Doch anscheinend nicht alle. Nun, die Juden waren leider zahlreich geworden, sodass ich wirklich nicht mehr alle erwischt habe. Doch die Juden hatten Angst vor meinem Kreuzzug, sodass sie mir sicher war, dass die nächsten paar hundert Jahre meinen Rang als Führer und Gestalt genießen kann. Und du bist mir anscheinend auch entkommen. Hätte ich bloß gewusst, dass Abraxas dich damals noch gebissen hatte. Ich wette, Abraxas war der zweite, dritte Vampir sowas rum. Ja, kann sein. Tja, das ist Pech für dich. Nun, jedenfalls beherrsche ich wahrlich für die Jahrhunderte die Kirche und so. Menschen, doch langsam kann mir Zweifel an die wirklichen Zahl der noch existierenden Vampire. Ich bekam Angst, sie könnten sich aus Mut auf mich zusammenschließen und mich vernichten. So kam es, dass ich mir einen Vampir suchte. Da ist es 2 Uhr. Ich fand Abraxas. Er war ein Schwächling, schwach vom tödlichen Blutmangel. Er hatte einige Wunden, die sich nicht schlossen, da er kaum noch Blut hatte. Als er mich sah, erstarrte er von endgültigem Tod. Oder besser gesagt, er hatte Angst vor seiner Existenz als Blutgeist. Doch ich tötete ihn nicht, nein, ich gab ihm meines Blutes. Überrascht, aber gestärkt erzählte er mir, dass er von einer Rittergruppe überrascht wurde und angegriffen wurde. Er floh verletzt und war allerdings so geschwächt, dass er nicht mehr in der Lage war, sich Blut zu besorgen. Ohne mich wäre es sicher damals ein Blutgeist geworden. Ich versprach ihm, wenn er auf Vampirjagd geht, bekommt er viel Blut, Geld und Macht. Und mit Zeit wurde er zu meiner rechten Hand. Ich lernte ihm neue Zauber und er tötete alle Vampire, die er finden konnte. Aber wieso brauchst du ihn zur Vampirjagd? Es dürfte niemals herauskommen, dass ich auch ein Vampir war. Und wer weiß, vielleicht hätte auch diesen Vampir geplaudert. Einer dieser Vampire geplaudert. Diese Vampire geplaudert. Wahrscheinlich hätte sowieso kein Mensch ein Vampir geglaubt. Aber ich wollte einfach hundertprozentig sicher sein. Außerdem halte ich mich auch weiterhin voll Aufgaben als früherer beschäftigt. Ich wollte außerdem Menschen vielleicht plötzlich skeptisch und mich eines Amtes und den Themen mit rauskam, dass ich nicht alle Juden und deswegen viel Macht hätte, alle Menschen getötet, nicht gerade meine vorzugte Art der Gesellschaft. Außerdem ist meine Frau auch für Gelüste des Fleisches. Schade, dass du damals über meinen Plan gedacht hast, Elaine. Du wirst nicht erwartet. Ich hasse dich. Du bist also noch immer starkköpfig zu deiner Zeit als Mensch. Stell dir jetzt mal vor, wir haben einen Bossfight und wir schaffen ihn nicht. Wir müssen das alles durchklicken. Fick dich. Nein, wir gewinnen das. Auf jeden Fall wurde Abraxas unverzichtbar für mich. Er erledigte die Vampire schnell, ohne aufzustehen. Ich wollte ihn am Ende noch selber umbringen. Aber ihr seid getötet und nun habe ich Schlüssel für den Grabstein. Ja, wir haben ihn zerstückelt. Und mir scheint, dein Fehler war deine Machtgier und deine Notwendigkeit, Menschen zu beherrschen. Diese Fehler sind nur dein Untergang. Ich werde nur das erledigen, was ich vor langer Zeit schon erledigen hätte sollen. Ich bringe dich und Elaine um und deinen kleinen Diener noch dazu. Ich bin kein Diener, ich werde dich umbringen und Abraxas schaffen Puh und dich werde ich in die Schuld für meinen Tod meiner Freundin. Ihr wisst ja gar nicht, wie einfach es für mich ist, es mit Junge, kannst du so. Ja, ist klar, du willst ihn töten, Mann, ey, ja.
Halt auf die Fresse, Junge. Kirche, sure. So. Alter. Ich bin der krasseste Banger. Hat Hitler auch so viel geredet? Nee, der hat sich kurz gefasst. Hat gleich gesagt, zack, das muss weg und so. Okay. Morgen werde ich wiedergeboren. Ich bin schon auf diesen Tag, du hast recht, du wirst wiedergeboren als Blutgeist. Yay, ja, du wirst büßen. Nein, werde ich nicht. Ihr werdet sterben. Doch. Weißt du, was mich nicht wundern würde? Und ich gehe jetzt einfach. Weißt du, was mich nicht wundern würde? Wenn Asker denn auf einmal total böse wird, nachdem der Obervampir kaputt gemacht ist. Nein, ich war nicht bereit. Ich hätte speichern können. Hätte ich das Gespräch nicht nochmal anmachen müssen. Okay. Alter, du kleiner Schwanzlutscher. Fähigkeiten. Was tun wir? Lebensentzug haben wir noch nicht einmal benutzt, kannst du nicht. Warte. Wir machen erstmal. Wo boosten wir denn? Haben wir Boosten? Boosten? Wir haben jetzt zu Boosten. Er ist ein Vampir, heiliges Licht. Ist ja nur der hohe Priester. Drauf geschissen. Warum können Vampire heiliges? Ein HP. Ja, ich glaube, das hat was mit den Hohepriester-Dasein zu tun. Ich glaube, da werden Dunkelheitsfähigkeiten sehr gut. Habe ich auch da. Ja. Da habe ich was da. Mach doch hier, wie ist das? Ja, vielleicht bringt das was. Der kann ja mal das Eiskraft probieren, wenn er möchte. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Was? Schopfrost? Frostschopf? Schadet und lebt einen Gegner, ja. Und sie schmeißt sich wieder ein paar Pillen rein. Oh, no, baby. Alter. Schockfrost. Oh, kein Schaden. Oh. Kann es sein, dass das Venus gerade echt scheiße gegen den ist? Ja. Okay, wir machen eine Heilung, würde ich sagen. Ja. Ja, ist doch schön. Ja. Normal Angriff macht auch einigermaßen Schaden. Wie viel Leben hat der? Weißt du das? Sagt das schlaue Buch? Nö. Das schlaue Buch sagt nur, dass das schwer wird. nur mal so, du kannst ihn auch aussaugen, ne? Wir machen doch die Klingen, oder? Hä? Na, wir wissen doch noch nicht, ob er blutet. Okay, dann macht das Walnuss. Oder nein, er greift an. Ja, lass uns Aska das machen lassen, oder? Ja, Alain macht es. Okay. Naja, die hat auch ein bisschen Blut verloren. Ach, wobei, stimmt, das geht ja da auch noch drum. Ich habe eher so gedacht, wer am wenigsten Schaden macht gerade. Ich bin andersrum rangegangen, die Geschichte. Ja. Was kann sie denn noch Schönes? Sie kann nochmal heilen eigentlich. Starker Tod. Ja, komm, los, jetzt funktioniert's. Das wäre so anticlimactic, Alter. Schade, das wäre lustig gewesen. Oh, das wäre so lustig gewesen. Starre, der Hauch des Todes, das war Instakill. Immerhin haben wir noch einmal was gegen Starre. Der müsste aber gleich sofort danach heilen, oder? Ja. Wer ist schneller? Warte. Na, die Olle ist schneller. Gegenstand. Wunderbar. Oh! Erik, das schaffen wir nicht. Lass uns einfach durchforcen. Was durchforcen? Einfach so viel Schaden raushauen, wie geht. Ich juck ihn einfach. Okay, ja, hilft nichts. Ja, versuch einfach so viel Schaden rauszuhauen wie möglich. Ich kann ja mal gucken, ob hier irgendwelche Tipps sind. Ja. Ja, am besten wäre es halt, wenn man sich einen Dämon beschwört, aber. Geht nicht. Wo kriegt man das überhaupt her, Dämonen beschwören?
Keine Ahnung. Oh mein Gott. Was denn? Okay, der einzige Zauber, der wirklich Schaden macht, ist Schockfrost. Was denn? Nachdem Vaynard, der hat genau zwei Formen, das ist die erste. Geil. Und nachdem Vaynard tot ist, kommen noch zwei Gargoyles. Ja, Gargoyles sind bestimmt nicht schwer. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das schwer wird. Gargoyles. Gott, irgendwie ist der ein Arschloch, seine eigene Freundin umzubringen. Schon dick, ey. Dick Tracy, Alter. Schockfrost! Bofrost! Ja. Oh! Es hat so eine 80% Chance, dass es tötet oder so, glaube ich. Oder das ist eine 100% Chance, wenn einer tot, 100% Chance, wenn keiner tot ist. 50, wenn einer tot ist. Das ist unmöglich. 0, wenn einer. Das könnte auch sein. Das würde mich nicht mal wundern, wenn das so ist. Schockfrost ist echt derbe. Ja, Mann. Deswegen müssen wir den auch irgendwie bei Blut halten und bei Leben. Ja, warte, dann benutzt du den Heiltrank auf ihn. Ah, wir schaffen das auch zu zweit. Wer braucht denn schon allein? Na, vergiss es. Oh. Na. Bofrost! Vielleicht kriegt es der Aska hin. Aska gegen seinen Schöpfer, Alter. Naja, sein Schöpfer. Ein direkter nicht, Schöpfer. Aber. Ja, wir haben ihn so schnell gekillt, er ist nicht mal in seine zweite Form gekommen. So schnell haben wir den getötet. Bitch, please. Aska, best guy ever. Wer hätte das gedacht? Oder er geht jetzt in die zweite Form. Es könnte auch, es wird doch noch ein anspruchsvoller Kampf. Eure Kräfte sind erstaunlich. Meine Schöpfung ist also stärker, als ich es hätte träumen können. Ich bin auch überrascht. Hätte gedacht, dass dein erster Vampir ein solcher Schwächling ist. Oh, oh. Das ist eine Kriegserklärung. Ja. Noch ist der Kampf nicht vorbei, Bitch. Jetzt geht er in seine Todes-Satans-Form. Oh. Das sieht aus wie ein Power Ranger. Niemand ist stärker als ich. Dann bin ich niemand. Oh. Okay, also erst wir sollten Heilung. Ja, und dann nach Heilaura oder sowas durchhauen oder so. Erstmal separate Heilung. Oh, Aska ist rasend. Er hat ihn halt richtig aggressiv gemacht. Na, rasend ist, da kannst du ihn nicht mehr steuern, wenn er rasend ist. Yep. Ja. Dann musst du ihm Blut zuwerfen, dann ist er nicht mehr rasend. Mach ich nicht. Boah! Der ist echt aggro. Der geht ab. So, dann machst du erstmal. Wollen wir richtig schön viel Blut? Yo, eine Blutflasche? Nee. Noch irgendwas anderes? Nicht vergessen, du kannst von ihm auch noch Blut ziehen, dann, also. Ja, wir haben echt nicht mehr, wir haben noch Blutflasche. Ja, also gib ihnen halt irgendwas, was. Gegenstand, ja. Na warte, Fähigkeit, heilen. Aha. Metzelt wild drauf los, was? Wir brauchen unbedingt Blut auf diese Spasten, Alter. Ja, Aska ist immer noch im Crit-Bereich. Mhm. Und nochmal eine Heilaura. Halt ganz gut dagegen, so. Mhm. Gott. Der ist immer noch rasend. Warum ist der immer noch rasend? 200 ist wohl noch zu wenig. Der ist der Einzige, der irgendwas hat, was wirklich Schaden macht. Allein ist gelähmt.
Alter, Asgard wächst aber echt über sich hinaus. Dir ist mal aufgefallen, nur Kritz, ey. Oh ja. Oh, das war's. Das war's. Das war's, ja. Yeah, Valna ist noch alleine da. Das macht er jetzt. Alter. Komm schon, das gewinnen wir jetzt noch. Okay, was haben wir noch? Fähigkeiten machen bei uns, machen gegen den keinen Schaden bei uns. Weißt du nicht. Na doch, ich hab's gelesen. Eisball. Wecken, dann wird er wach. Crit! Lebensentzug. Können wir mal versuchen. Geil. Fette ein HP, Junge. Also so geht das. Wenn er jetzt nur noch metzelt, weil nur noch ein Gegner da ist, ist das kalkulierbar. Wenn er allerdings jetzt anfängt mit irgendwelchen Effekten, dann haben wir verkackt. Jupp. Ach ja. Jetzt macht er mal kalten Griff, Alter. Ja, jetzt ist es zu Ende, ne? Nein. Okay. Noch kann Walder leben. Ich würde sagen, wir tun gleich hier damit haben. So, Walder, mach ihn platt! Ich stell mir das gerade so vor, so Walder total getrunken von den ganzen Heiltränken. Er kippt einfach nur noch. Kann ich nochmal draufhauen? 170? Nein! Nein, der macht fast 160, Mann. 180 manchmal, das geht nicht. Wenn er jetzt so ein Eisteil macht, dann wären wir am Arsch, weißt du? Ja. 229 kann ich aber noch machen. Ja. So, jetzt sollten wir 106 wieder kann ich doch noch mal, oder? Wenn du die Eier dazu hast, also ich glaube, ich gehe dann einfach schlafen. Okay, Heilung! Geil! Freie Heilrunde war das. Ja! Mach ihn kalt, Walner! Das sieht echt gar nicht so schlimm aus. Aber man, er krittet so oft, das ist krank. Walner, ne? Ja, Mann. Der zweite Angriff. Hau drauf, Walner! Ja! Nein, nein, nein! Oh mein Gott! Was denn? Du hast nur so knapp. Kann ich jetzt aber Double Heal machen? Oh ja, kann ich mir klar denken. Ja. Ja. Geil. Das Blutgeister leidet ja. Leute, bis zum nächsten Mal. 48 Minuten Folge. Werden dann zwei sein. Ey, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.